Hallo Welt, ich bin ein Star. Nicht nur Schauspielerin, ich bin auch Bloggerin und ich gebe euch Lifestyle-Tipps. Und wisst ihr was? Was, Frau Starlet? Ich habe einen Geheimtipp für euch. Etwas, womit eure Mumu duftet wie Rosen und glitzert wie ein Regenbogen. Ihr müsst es probieren. Warum sollten Mumus denn glitzern und nach Rosen riechen? Warum nicht? Weil das alles, was gut ist, in eurer Mumu killt. Also, lasst uns über Intimhygiene reden. Was ist hygienisch? Und was ist gut für die Vulva und die Vagina? Ihr musstet da wahrscheinlich schon selbst mal durch. Regale mit unzähligen Spülungen, Seifen, Deos. Angeblich alles für eine frische und saubere Vulva und Vagina. Klingt vielversprechend. Wenn es nur nicht so falsch wäre. Sogenannte Intimhygieneprodukte machen Vulven und Vaginen nämlich nicht wirklich sauber und frisch, sondern machen vieles kaputt. Soaps, Seifen, Duschgel, Deos, feuchte Tücher und so weiter sind ziemlich aggressiv für die Vulva und Vagina. Sie enthalten chemische Substanzen, die die gesunde Flora zerstören. Damit meine ich die vaginale Flora. Dieser sehr ausgeklügelte Mix aus Flüssigkeit und guten Bakterien. Wir brauchen das, um uns zu schützen. Aber diese Produkte töten es ab. Der Grund? Die meisten sogenannten Hygieneprodukte sind alkalisch. Sie haben also einen hohen pH-Wert. Der liegt im blauen bis violetten Bereich auf der Farbskala. Auf der Zahlenskala ist 14 der alkalischste pH-Wert. pH 1 oder rot ist am stärksten sauer und grün oder ein pH von 7 neutral. Das Dilemma, Waschprodukte liegen am violetten Ende der Skala. In Vaginen und Vulven sollte aber eine rötliche Umgebung herrschen, also eine saure. Und was ist mit diesen speziellen Intimwäschen? Die versprechen zumindest, sie seien extra für die saure Umgebung der Vulva und Vagina gemacht. Nun ja, selbst Produkte, die angeblich an den sauren pH angepasst sind, enthalten meistens Konservierungs- oder Duftstoffe. Okay, Parfüm kommt einem immer vor wie ein bisschen flüchtiger Geruch, nicht greifbar. Aber tatsächlich bestehen Düfte aus sehr realen chemischen Substanzen. Und manche von ihnen sind schädlich. Weiter auf der Liste. Vaginalduschen sind ziemlich beliebt. Aber Studien zeigen, wer die benutzt, fängt sich häufiger Infektionen ein und hat auch in der Schwangerschaft häufiger Probleme. Mit Frühgeburten zum Beispiel. Vaginalduschen erhöhen sogar das Krebsrisiko, zum Beispiel für Gebärmutterhalskrebs. Das Gute ist, wir brauchen diese ganzen Produkte nicht. Die Vagina kann sich selbst reinigen. Ihre Flüssigkeiten halten sie von innen sauber. Sobald ihr da eingreift, wird dieses System aus dem Gleichgewicht gebracht. Irgendwelche Waschprodukte schaden der Vulva und Vagina also eher, als sie zu reinigen. Und mal ganz nebenbei, warum sollte eine Vulva oder Vagina überhaupt nach Blumen oder Meeresbrise riechen? Das ist ein bisschen wie wenn Zitrone auf einmal nach Schokolade riechen soll oder eine Tasse Kaffee wie Pizza. Ihr merkt, das passt einfach nicht zusammen. Aber der weibliche Körper gilt oft als etwas, das optimiert werden muss. Er soll frischer sein, sauberer, alles außer natürlich, obwohl das meist das Gesündeste wäre. Mangelhaft, schlecht riechend oder anfällig für Infektionen, so wurde der weibliche Körper oft behandelt. Es entstand das Bild, dass Frauen nicht krank sein müssen, um therapiert zu werden. Ihr Körper und speziell ihre Vulva und Vagina bräuchten spezielle Behandlung. So glauben wir, dass wir Hygieneprodukte brauchen, die aber komplett unnötig sind. Das beeinflusst unser Konsumverhalten.
Es treibt die eigenartigsten Blüten. Detox-Perlen für die Vagina zum Beispiel. Angeblich aus Kräutern hergestellt. Aber ehrlich gesagt, selbst wenn sie natürlich sind, das Zeug sollte einfach nicht in eurer Vagina landen. Mehr noch, die Dinger sollen bis zu 2 Tage da drin bleiben. Bei einem Tampon kann es schon nach mehr als 8 Stunden gefährlich werden. Einige Stars schwören, dass es eine tolle Idee sei, Jadesteine in die Vagina zu stecken. Oder die Vulva und Vagina in heißen Wasserdampf zu halten. Sogar Vaginalkapseln voller Glitzer gibt es auf dem Markt. As we said before, nochmal, bitte probiert nichts von all dem aus. Detox-Perlen, Glitzerpillen, Steine oder was auch immer. Es kann nicht gut sein für eine Vagina. Das sind Fremdkörper, die zu ernsten gesundheitlichen Problemen führen können. Zu Juckreiz, langanhaltenden Pilz- oder Bakterieninfektionen. Und ich kann euch sagen, das wollt ihr wirklich nicht. Die gute Nachricht ist, es ist wirklich einfach, eure Vulva und Vagina frisch und sauber zu halten. Zuerst richtiges Pinkeln. Sich abzuwischen ist wie eine Einbahnstraße. Sonst wischt ihr die Bakterien oder anderes, was in und um euren Anus lebt, ins falsche Viertel. Also wischt eure Vulva immer von vorne nach hinten ab. Und sonst so? Just wash your vulva. Ihr müsst nicht mehr tun, als eure Vulva einmal am Tag mit purem Wasser zu waschen. Aber nicht in der Vagina, das macht sie alleine. Nach dem Waschen trocknet euch gut und sanft von außen mit einem Baumwolltuch ab. Aber nicht wie verrückt rubbeln. Baumwolle ist das beste Material, weil es Feuchtigkeit gut aufnimmt und genug Luft durchlässt. Auch wenn ihr Baumwollunterwäsche tragt, hilft euch das, da unten gesund zu bleiben. Ja, und das war's. Wirklich. Sonst braucht ihr nichts. Klar, wir wissen alle, die Vagina produziert oft Flüssigkeiten, die im Schlüpfer enden. Um die weißen Flecken zu vermeiden, benutzen viele von uns Slip-Einlagen. Das Problem ist, sie sind aus synthetischen Materialien, die nicht genug Luft durchlassen. So sammelt sich Feuchtigkeit, eine Umgebung, in der sich Bakterien und Pilze ziemlich wohlfühlen. Also probiert am besten, nicht allzu häufig Slip-Einlagen zu benutzen. Einmal im Monat kommt natürlich etwas mehr aus der Vagina, Blut und Gewebe aus der Gebärmutter, die Menstruationsblutung. Menstruationsblut ist nichts Schlechtes oder Schmutziges. Auch wenn ihr eure Regel habt, reicht es vollkommen aus, euch ein- oder zweimal am Tag mit reinem Wasser zu waschen. Um das Blut aufzufangen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Menstruationsbinden, Slip-Einlagen oder Tampons zum Beispiel. Es gibt auch nachhaltigere Produkte, wie Menstruationstassen oder Schwämme. Sie trocknen die Vagina nicht so aus wie Tampons. Und ihr könnt sie waschen und wiederverwenden. Das Wichtigste ist, wechselt eure Menstruationsprodukte regelmäßig. Vor allem bei Tampons ist das wichtig. Ihr solltet sie nicht länger als 8 Stunden tragen. Sonst kann das zum toxischen Schocksyndrom führen, wenn bestimmte Bakterien Überhand nehmen und Giftstoffe produzieren. Unbehandelt kann das tödlich sein. Also passt einfach auf, was auch immer ihr benutzt, wechselt es regelmäßig. Und was ist mit Schamhaar? Es hatte ursprünglich die Funktion, die Vulva und Vagina zu schützen. Aber wenn wir Unterwäsche tragen, sind die Schamhaare nicht mehr so wichtig. Manche denken jetzt allerdings, dass es hygienischer wäre, gar keine Haare oder nur ganz wenige da unten zu haben. Mit vorlieben Formen wie Pfeilen, Dreiecken oder Herzen, um nur ein paar zu nennen.
Erstmal, Schamhaare sind nicht unhygienisch. Sie wachsen zum Schutz. Wenn ihr sie mit klarem Wasser wascht, ist alles frisch und sauber. Außerdem können durch Rasieren, Epilieren oder Waxing kleine Wunden entstehen, die sich leicht infizieren und entzünden können. Was ihr auf keinen Fall nutzen solltet, Enthaarungscremes. In ihnen stecken Chemikalien und Duftstoffe, die einfach nicht in die Genitalregion gehören. Wenn ihr eure Schamhaare stylen wollt, dann trimmt sie am besten nur. Das Fazit ist, die Natur ist einfach genial. Sie hat Vaginen und Vulven zu selbstreinigenden Wunderwerken gemacht, die nicht mehr als ein bisschen Wasser brauchen, um glücklich zu sein.